Wir lassen den Geist im Körper ruhen, so wie der Körper auf dem Kissen ruht. Und ohne dies ganz Körpergewahrsein zu verlieren, beginnen wir nun mit der Praxis der ersten Speiche in unserem Rat der Satipatthana-Meditation. Die Betrachtung der anatomischen Teile, vereinfacht als Haut, Fleisch und Knochen, die wir mit der Hilfe von drei Körperscans betrachten. Wir beginnen mit der Haut an dem Scheitel des Kopfes. Wir sind uns des Kopfbereiches gewahr an dem Scheitel in dem Wissen, dass da Haut ist. Es ist nicht notwendig, uns anzustrengen oder zu versuchen, uns zu zwingen, in diesem Bereich Haut zu erspüren. Für unsere Zwecke reicht es vollkommen aus, wenn wir einfach wissen, da ist Haut. Uns Bewusstsein dieses Teil des Körpers in dem Wissen, da ist Haut. Und vom oberen Kopfbereich verlagern wir nun unsere Aufmerksamkeit zum Gesicht, dem Bereich des Gesichts. Und wir sind dieses Teiles des Körpers gewahr in dem Wissen, dass da Haut ist. Und vom Gesicht zum Hals. Wir sind uns dieses Körperbereichs gewahr in dem Wissen, da ist Haut. Und vom Halsbereich zu einer Schulter, links oder rechts, egal welche. Wir nehmen eine Schulter, betrachten die Schulter mit dem Wissen, da ist Haut. Und von der Schulter zum Oberarm, Haut, Unterarm, Haut und die Hand, Haut. Und wir verlagern die Aufmerksamkeit zur anderen Schulter, Haut. Oberarm, Haut, Unterarm, Haut und die Hand, Haut. Wir verlagern die Aufmerksamkeit zum Oberkörperbereich, zu der oberen Hälfte des vorderen Rumpfbereichs, mit dem Wissen, dass es in diesem Körperbereich Haut gibt. Und vom Oberkörper, oberen Hälfte des vorderen Rumpfbereichs, zum Unterkörper, zu der unteren Hälfte des vorderen Rumpfs, mit dem Wissen, da ist Haut. Und wir verlagern die Aufmerksamkeit zum Rückenbereich, zu der oberen Hälfte des Rückenbereichs, in dem Wissen, da ist Haut. Und nun die untere Hälfte des Rückenbereichs. Haut. Wir verlagern die Aufmerksamkeit zu einer Hüfte, die linke oder die rechte, egal welche. Wir wählen eine Hüfte und sind uns bewusst dieses Teils des Körpers in dem Wissen, da ist Haut.
und von der Hüfte zum Oberschenkel, Haut, Unterschenkel, Haut, und der Fuß, Haut, die andere Hüfte, Haut, der Oberschenkel, Haut, der Unterschenkel, Haut und der Fuß, Haut. Und wir sind uns des ganzen Körpers in der Sitzhaltung gewahr und sind uns bewusst, dass er mit Haut bedeckt ist, von Haut umschlossen ist, einschließlich der Haare und Nägel. Und wir entfalten eine Haltung des Nicht-Anhaftens gegenüber dieser Haut. Ähnlich wie wenn wir verschiedenartiges Saatgut in einem Sack betrachten würden, der zum Säen genutzt wird. Eine ausgeglichene Geisteshaltung, nicht anhaften. Es ist schließlich doch einfach nur Haut. Und in einem zweiten Scan betrachten wir nun Fleisch. Wir fangen da an, wo wir zuvor aufgehört hatten. Wir fangen mit dem Fuß an, wo wir zuletzt die Haut betrachtet hatten. Wir sehen dieses Fußes, dieses Teils des Körpers gewahr, in dem Wissen, dass da Fleisch ist. Muskeln, Sehnen, was auch immer es ist, in diesem Körperteil findet sich etwas Fleisch. Und vom Fuß zum Unterschenkel. Wir sind uns dieses Teils des Körpers gewahr und wissen, da ist Fleisch. Oberschenkel. Fleisch. Und die Hüfte. Fleisch. Der andere Fuß. Fleisch. Der Unterschenkel. Fleisch. Der Oberschenkel. Fleisch. Und die Hüfte. Fleisch. Die untere Hälfte des Rumpfes. Fleisch. Und die obere Hälfte des Rumpfes. Fleisch. Und wir verlagern die Aufmerksamkeit auf eine der Hände, links oder rechts. Spielt keine Rolle. Wir wählen eine Hand, sind diese Hand gewahr, in dem Wissen, dass da Fleisch in diesem Teil des Körpers ist. Und von der Hand zum Unterarm, Fleisch. Oberarm, Fleisch. Und die Schulter. Fleisch. Und wir verlagern die Aufmerksamkeit auf die andere Hand. Fleisch. Unterarm. Fleisch.
Oberarm, Fleisch und die Schulter, Fleisch, der Hals, Fleisch und der Kopf, Fleisch. Und wir sind des ganzen Körpers in der Sitzhaltung gewahr und sind uns dabei seiner fleischigen Teile bewusst. Muskeln, Sehnen, innere Organe, was immer es auch ist. Alle können unter den Oberbegriff Fleisch zusammengefasst werden. Und wir entwickeln eine Haltung des Nicht-Anhaftens. Ähnlich wie wenn wir verschiedene Arten von Saatgut betrachten würden. Es ist schließlich einfach nur Fleisch. Und nun der dritte Scan für die Knochen. Wir beginnen wieder mit dem Kopf. Sind des Kopfes gewahr in dem Wissen, dass da Knochen sind. Der Schädel, die Zähne, einfach nur als Knochen. Es besteht weiterhin keine Notwendigkeit, sich anzustrengen und zu versuchen, jeden einzelnen Knochen getrennt zu erspüren. Für unsere Zwecke reicht es vollkommen aus, wenn wir uns dieses Körperteils gewahr sind mit dem Wissen, dass es da Knochen gibt. Und vom Kopf zum Hals, Knochen. Vom Hals zu einer Schulter, Knochen. Oberarm, Knochen. Unterarm, Knochen. Und die Hand. Knochen. Die andere Schulter. Knochen. Oberarm. Knochen. Unterarm, Knochen und die Hand, Knochen. Die obere Hälfte des Rumpfes, Knochen. Und die untere Hälfte des Rumpfes. Knochen. Eine Hüfte. Knochen. Der Oberschenkel. Knochen. Der Unterschenkel. Knochen. Und der Fuß, Knochen. Die andere Hüfte, Knochen. Der Oberschenkel, Knochen. Der Unterschenkel, Knochen. Und der Fuß. Knochen. Und wir sind des ganzen Körpers in der Sitzhaltung gewahr, sind seiner Knochen gewahr. Und wir entwickeln eine Haltung des Nicht-Anhaftens, ähnlich wie wenn
wir verschiedene Arten von Saatgut betrachten würden. Es sind schließlich einfach nur Knochen. Und dieser ganze Körper? Einfach nur Haut, Fleisch und Knochen. Haut, Fleisch und Knochen. Und nachdem wir nun eine innere Haltung des Nicht-Anhaftens entwickelt haben und unsere Achtsamkeit im Gewahrsein des ganzen Körpers verwurzelt und verankert haben, können wir uns nun dem offenen Gewahrsein zuwenden. Offenes Gewahrsein gegenüber allem, was sich an den sechs Sinnestoren manifestieren mag. Einfach nur Gewahrsein. So wie es ist. Einfach nur achtsam. Dadurch, dass der starke Pfeiler Ganzkörpergewahrseins fest verankert ist, sind wir in der Lage, uns der Erfahrung der sechs Sinne gegenüber zu öffnen, wie sie sich auch immer entfalten mag. Einfach nur gewahr bleiben. Achtsam im Hier und Jetzt. Ohne zu reagieren. Ohne zu bewerten, zu assoziieren. Das eine zu mögen, das andere nicht mögen. Einfach nur gewahr sein. Achtsam. Achtsam in hier und jetzt, was sich da auch immer an dem einen oder anderen Sinnetor zeigen mag. Und wir sind uns dieser Phänomene als sich ändernder Phänomene bewusst. Wir sind gewahr, dass alles, was sich da zeigt, Veränderliches. Was sich auch immer manifestiert, es ist vergänglich, es ist unbeständig. Anicca. All dieses ist ein Fluss der Erfahrung und wir sind uns seines Prozesscharakters bewusst. Das ist es, was wir weiterhin stets wissen, was wir weiterhin stets verstehen. Vergängliche Phänomene, ein Fluss, ein Strömen, ein ständiges sich verändern. Und früher oder später wird unser Geist natürlich abgelenkt werden. Und wann immer wir das dann bemerken, dann lächeln wir. Lächelnd erkennen wir, oh schau, unser Geist hat einen kleinen Ausflug unternommen. Wir sind ihm auf den Leim gegangen. Und mit diesem inneren Lächeln, das frei von jeder Art von Abneigung und Negativität ist, keine Frustration, kein Perfektionismus, einfach nur lächelnd erkennen, nur schau, der Geist hat uns auf einen Ausflug mitgenommen. Wir kommen einfach zum gegenwärtigen Augenblick zurück. In dem Verständnis, dass der gegenwärtige Augenblick die einzige Zeit ist, in der wir wirklich leben können. Wir können nicht in der Vergangenheit leben. Wir können nicht in der Zukunft leben.
Der gegenwärtige Augenblick, hier und jetzt, ist unsere einzige Zeit. Und wenn die Ablenkung nur von kurzer Dauer war, dann kommen wir einfach zum gegenwärtigen Augenblick zurück. Aber wenn es sich um eine längere Ablenkung handelt, wenn uns der Geist auf einen richtig langen Ausflug mitgenommen hat und lange abgeschweift ist, und wir unsere Praxis vollkommen vergessen hatten, dann können wir uns entscheiden, vielleicht einen weiteren Körperscan durchzuführen. Um den Geist wieder zu zentrieren, um ihn zu verwurzeln und auch um das Nicht-Anhaften zu kultivieren. Und so geben wir der Aufmerksamkeit die Gelegenheit, wieder richtig im Körper verwurzelt und verankert zu werden, indem wir Schritt für Schritt durch den Körper gehen. Das langsame durch den Körper gehen zeigt uns sofort, wenn der Geist abschweift, wenn wir gerade noch beim Kopf waren und plötzlich finden uns schon bei den Füßen, dann wissen wir, da ist in der Mitte dazwischen etwas verloren gegangen. Das graduelle durch den Körper gehen hilft uns, die Achtsamkeit zu etablieren mit Kontinuität. Und mit der im Körper verwurzelten Achtsamkeit sind wir dann wieder in der Lage, in offene Gewahrsein zu gehen. Und in Abhängigkeit von der Situation und unseren persönlichen Vorlieben können wir diese Scans langsam oder schnell durchführen. Durch beide Gliedmaßen gleichzeitig hindurchgehen, gleichzeitig durch die Arme, gleichzeitig durch die Beine. Oder auch diese einzeln betrachten. Wir können kreativ mit dieser Praxis umgehen, die Situation erfassen und entscheiden, was für uns zu dieser Zeit die beste Vorgehensweise für unsere Praxis ist. Und nachdem wir den Scan durchgeführt haben, kommen wir stets zum offenen Gewahrsein zurück. Wir begegnen allem, was da ist, mit Achtsamkeit. Was sich auch immer an den Sinnestoren zeigt und sind der Vergänglichkeit gewahr, erleben alles als unbeständige Phänomene. Und auf diese Weise pflanzen wir die Saat der Weisheit, lassen die Saat der Einsicht wachsen. Schritt für Schritt machen wir allmählich unsere Fortschritte und bewegen uns auf das letztendliche Ziel zu, auf das vollkommene Nicht-Anhaften. Übt weiter so.